Unterfranken ist einfach zum Genießen. Man muss nur wissen, wo. Von fast vergessenen Gerichten bis zum gepflegten Brauchtum. Mit Hock dich hi suchen wir die kulinarischen und kulturellen Zückerle unserer Heimat. Mit den Machern, die dahinter stehen. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Folge Hock dich hi. Ja, und eine Folge mit einer grandiosen Umgebung und Aussicht, einer Folge mit schönen Fahrzeugen bzw. schönen Bulldogs. Ja, und auch mein Gast, der ist auch nicht von schlechten Eltern, der Josef. Josef, servus, dass du da bist. Servus, hallo. Ja. Wir unterhalten uns heute über Bulldogs. Und zwar nicht über irgendwelche Bulldogs, sondern über alte Schmuckstücke, denen du auch vereinsmäßig so ein bisschen ja, dein Leben gewidmet hast, oder? Genau. Und spiele auch ein bisschen den Organisator von dem ganzen Haufen. Ne? Jawohl. Man sieht es nämlich auf dem T-Shirt, ihr seid die, ja, seid ihr Bulldog-Freunde, was seid ihr genau? Wir sind also kein eingetrauchener Verein, wir sind die Bulldog-Freunde Werndal, Ritztal, Büchold und sind also ein zusammengeschlossener Haufen. Ne? Und der harte Kern kommt eigentlich aus Büchold, an Stein und Umgebung. Ne? Und wir machen im Jahr so 3-4 Ausfahrten, werden zu Dorffeste eingeladen. Und was mal auch unser Highlight ist, dass wir alle Jahr einmal eine Wallfahrt machen, ne? Eine Bulldog-Wallfahrt. Okay. Entweder Kreuzberg, 14 Heiligen, Kloster Engelberg, Waldürn. Heuer sind wir wieder am 1. September in 14 Heiligen, Dreidach unterwegs. Ne? Und da sind halt überwiegend auch Landwirte dabei, wo Schlepper alte noch aus alter Herkunft haben und haben sie halt ein wenig restauriert. Aber viele, so wie ich jetzt selber, bin kein Landwirt gewesen, habe mir die als Schrotthaufen gekauft und habe sie restauriert in einer Zeit von 2 Jahren. Und dann stehen sie so da. Jawohl, da kommen wir dann noch drauf. Genau, wir bleiben noch mal kurz beim Verein oder bei den Freunden. Ja. Wie lang gibt es euch denn schon? Also so wie wir jetzt zusammengestellt sind, gibt es uns so circa 15 Jahre. Ne? Aber 20 bis 25 Jahre haben wir schon Ausfahrten gemacht, zum Teil mit anderen Vereinen auch. Ja. Aber dann haben wir uns ein wenig abgesplittet, weil das zu groß geworden ist. Das war ganz Mainfranken, da war bis Bamberg rauf und das war dann zu viel. Ne? Okay. Und dann haben wir uns Werndal, Ritztal, Büchold genannt und machen unsere, wobei das jetzt auch mittlerweile schon über 40 Kollegen sind oder Bulldog-Freunde. Ne? Aber wie gesagt, jetzt heute zu dem ersten, weil wir machen alle Jahre so Anfang Mai oder Ende April unsere erste Ausfahrt. Ne? Und die ist eben halt. Und da sind immer viele dabei, wo halt jetzt, da sind ein paar dabei, wo neue Bulldogs haben, die sie vorher noch nicht gehabt haben und die werden dann halt präsentiert. Zum allerersten Mal dann raus, genau, an die frische Luft und unter die Leute. Ja. Jawohl. Wie lange bist du dabei? Also ich bin jetzt schon 25 Jahre dabei. Ja. Okay. Jetzt hast du gesagt, du hast eigentlich jetzt gar nicht so den landwirtschaftlichen Hintergrund. Wie bist denn du dann eigentlich zum Thema Bulldog gemacht? Naja, ich habe mal Kfz-Mechaniker gelernt und in der Werkstatt haben wir auch Landmaschinen dabei gehabt. Und dadurch, dass mein Vater Schmied war, haben wir eine Werkstatt zu Hause gehabt und da ist das ein wenig so im Fleisch und Blut übergegangen. Die Nachbarn, Landwirtschaft, Bulldog und so, und da hast du das Gefühl ein wenig gekriegt. Ne? Also ich habe als Autolehrling schon Bulldog-Motoren überholt oder ausgebaut und so. Ne? Okay. Und da hat man halt das, ich habe auch noch Oldtimer-Auto, aber der Bulldog ist mein Liebster, weil da siehst du was dran, was du gemacht hast. Ne? Und vor allen Dingen so ein Ding, wo 50, 60 Jahre alt ist, dass du das wieder zum Gehen bringst und dann hunderte von Kilometern mitfährst, dass das durchhält. Ja. Ne, und so. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt. Das ist halt noch so. Ne. Ich habe ja da, da haben wir einen kleinen Kollegen dabei, habe ich ja vorhin gesagt, den habe ich dann behindertengerecht umgebaut. Und das kannst du aber nur machen, wenn du ein wenig, das Feeling dafür hast. Ja, ne. Ja. Da habe ich mich halt schlau gemacht. Bei Firmen, was kann man machen und wie darf es sein? Und dann ist das TÜV-mäßig alles geprüft worden mit dem Gutachter und abgenommen worden. Ne? Jawohl. Das hat man halt da alles im Ding drin im Griff. Ja, Wahnsinn. Wie hast du den dann umgebaut? Was hast du da genau gemacht? Ja, die Pedalerie, also Bremse, Kupplung, Gas, Handbremse, alles umbauen. Ne? Also alles erhöht. Ja, spannend. Jetzt kommen wir mal hier, genau du hast gesagt, die Liebe hat sich so ein bisschen dazu entwickelt, weil es im Beruf schon irgendwie immer mit dabei war. Wann ging es denn dann los, dass du wirklich gesagt hast, okay, jetzt
lege ich mir mal wirklich selber am Bulldog zu, also repariere vielleicht nicht die von den anderen, sondern jetzt hole ich mir selber mal an. Ja, das war so, da war ich vielleicht 40, 45 Jahre alt, da habe ich gesagt, jetzt hole ich mir selber ein. Mhm. Ne? Und den Güldner, wo ich gehabt habe, das war ein Geräteträger, den habe ich geschenkt gekriegt, weil da war nichts mehr dran, da war alles kaputt, ne? Ja. und war Schrott. Und den habe ich dann irgendwann halt so weit gehabt. Und dann bin ich einmal eingeladen worden zu einem Treffen nach Verbrück. Mhm. Und dann haben die gesagt, Mensch, das ist ja so ein super Bulldog, du könntest öfters mitmachen. Ne? Ja. Und dann hat sie das halt gesteigert. Ne? Und dann habe ich halt immer mehr nach der Wende im Osten einen Deutz geholt. Und von der Typen da, den Eiger, habe ich schon 3 Stück gehabt. Ne? Und die hast du halt überall. Und wenn du dann die Beziehungen hast, dann kriegst du auch von manchen gesagt, pass auf, da steht wieder einer oder da ist ein Opa, der will seinen Verkauf. Ne? Ja. Und dann holst du das Ding halt. Ne? Also gibt es da wirklich so ein richtiges Netzwerk, so eine richtige Gruppe, wo man schon genau weiß, da gibt es eventuell was zu holen? Ja. Oder? Und auch so, jetzt in unserem Ding haben wir eine WhatsApp-Gruppe, ne? Und da schreibt der eine oder andere, wenn er was zu verkaufen hat, oder der weiß jetzt, da steht ein Fan, ne? Und wird es halt rübergebracht. Ne? Dann hol dir die ab. Und jetzt ist es so, du hast ja schon mal erwähnt, die Traktoren, die dann da meistens auftauchen, wo es irgendwie heißt, da steht einer rum, die sind ja teilweise in einem schlechten bis desaströsen Zustand. Ja gut, es gibt da auch mal, wo noch laufen und so und sind vielleicht rostmäßig viele, wo ich den Rost gar nicht weg habe und gar nicht lackiert habe. Aber mir persönlich hat es halt immer Spaß gemacht, wenn er wirklich Schrott war. Ne? Weil ich habe ja, wie der Bulldog auch, da war jeder Schrauber war zu Hause. Ne? Und der Motor, der Kolben, alles weg. Ne? Mhm. Und das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und wo mein Vater noch gelebt hat, der war Schmiedemeister, der hat jede Schräubler rausgedreht und hat es mit der Drahtbürste sauber gemacht. Ne? Ja, Wahnsinn. Also es steckt wirklich viel Arbeitszeit drin und auch viel, ja, ich sage immer, doch Herzblut, oder? Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, das braucht, also zu einem Schlepper, wenn du normal brauchst, 2 Jahre Zeit, sage ich immer. Weil du bist immer auf einem Level, wo es nicht mehr weitergeht. Ne? Da denkst du, da kriegst du jetzt irgendeinen Drum nicht. Ja. Ne? Oder du hast keine Lust mehr, weil da was nicht hingehauen hat. Ne? Wenn du die Motorhaube geschweißt hast und musst du spachteln und so und sie ist wieder gerissen, dann hast du erst einmal alles hingeschmissen. Ne? Und dann brauchst du wieder Zeit, bis du wieder neu findest und dann macht es auch wieder Spaß. Ne? Mhm. Ja, und dir scheint es ja Spaß zu machen, weil du hast mir vorher schon gesagt, 14 Traktoren. 14 Stück habe ich schon restauriert in meiner Glanzzeit. Und aber auch nicht alle, die jetzt dann bei dir daheim stehen, sondern die verkaufst du nach danach? Die habe ich dann verkauft. Ja. Mhm. Da habe ich mal auf einen Schlag habe ich 3 Stück immer verkauft. Das war Eicher, ein Deutz und ein Güldner Geräteträger. Die habe ich an einen verkauft. Ja. Jawohl. Wie ist denn das jetzt bei den anderen Leuten, die da hinten auch noch stehen? Läuft das ähnlich wie bei dir? Sind das also so Traktorliebhaber, die da einfach gerne alte Fahrzeuge herrichten, rumbasteln? Nein, es sind welche dabei, wo auch Mechaniker sind. Der eine ist sogar Landmaschinenmechaniker. Der repariert für andere viel und hat sich selber einen gekauft. Mhm. Und dann sind auch ein paar Landwirte dabei, die nehmen sie hauptsächlich auch noch für die Landwirtschaft her. Und tun halt, wenn jetzt eine Ausfahrt ist, mal ein wenig sauber macht, dass sie halt dabei sind. Aber das ist ja das Schöne dabei, ne? Dass man einmal ein Verdreckter oder wo das Öl rausläuft halber, ne? Und nicht nur hochlagierte. Ne? Mhm. Aber man kann es auch so, 30-40% sind solche auch dabei, wo sie selber richtig restaurieren. Aha. Und das ist aber ein spannender Punkt, den du jetzt angesprochen hast, dass es eben nicht nur so ist, dass die Fahrzeuge mal rausgeholt werden, einfach nur mal zur Ausfahrt oder was, sondern dass teilweise zumindest die Schlepper echt noch zum Einsatz kommen. Ja, freilich, ne? Klar, das ist logisch. Ne? Ich meine, ich mache mit denen auch, ich habe noch ein wenig so ein Hobbyweinberg, da fährst du oder Gatterabfall fort oder so. Ja. Oder mache ich mit den Kindern Ramadama, ne? und da hängst du den Hänger hier und fährst das Zeug zum Recyclinghof und so. Ne? Das, oder in der Rhön, ne? Dass ich im Wald Holz rausfahre und so. Da wird halt wieder top sauber gemacht. Ne? Also, aber es ist wirklich so, dass man sagt, der soll auch gar nicht nur zum Angucken sein, sondern er soll noch genutzt werden, soll noch arbeiten. Ja, der wird auch genommen, dass er auch mal dreckig ist, ne? Das ist klar. Ne? Aber wie gesagt, der wird halt unheimlich gepflegt. Wenn der jetzt halt staubig ist, ne? Morgen wird er wieder sauber gemacht, wird in die Halle gestellt. Ne? Aber es kann durchaus auch passieren, dass du mal fährst in einem Feldweg, wo es dreckig ist. Oder wenn ich an meinen Weinberg hinfahre und du Pflöck hinfahre oder irgendwas hol, dann sieht er ja mal aus wie darin. Ne? Jetzt kommen wir sowieso mal konkret zu dem Bulldog zu sprechen. Ich kenne mich nicht aus.
klär mich mal auf, was haben wir da vor uns stehen, wo stehen wir da rum, wie viel Zeit hast du da reingesteckt, wo hast du nachher? Ja, das ist also ein Eigentyp EKL 15, hat 16 PS und ist Baujahr 1955. Und dann habe ich durch einen Arbeitskollegen seinen Vater gekriegt. Und zwar war der das Getriebe kaputt. Da ist nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts gegangen. Ja. Dann habe ich den gekauft für 250 Euro, habe ihn auf den Tieflader, habe ihn geholt und habe halt angefangen, habe zerlegt. Als erstes einmal das Getriebe, dass der mal die rentiert sich überhaupt, das andere zu machen. Ne? Ja, ja. Das war eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Zapfwelle war da innen was abgebrochen und hat das blockiert. Ne? Und dann hast du halt das nacheinander gemacht und alles zerlegt, Motor, alles abgeschliffen, Achse raus und das Zeug und lackiert. Neue Kolbering reingemacht und das ganze Zeug und dann, wenn er so weit war, ist er halt getüft worden alles. Ne? Ja. Und das hat dann riesen Spaß gemacht, dass da tast du dich erst einmal ran, da hast du mal kleine Ausfahrten gemacht. Aha. Du weißt ja nicht, wie lange hält das Ding. Ne? Und so, okay, ja. Wenn ich das erste Mal nach Bad Windsheim gefahren bin mit einem Dreitag unterwegs, da hast du schon immer gedacht, du, das ist gut und jetzt muss ich doi, der hält durch, kriegt alle Jahre einen Ölwechsel gemacht. Ja. Und hält die ganzen Kilometer durch, wenn wir da nach 14 Halgen fahren. Das sind einfach 120 Kilometer und wieder zurück. Und dann kommst du da oben noch ein wenig rum. Ne? Ja. Und das sind schon ein paar 100 Kilometer, wo du da zusammenbringst. Jawohl. Ne? Wie viel Zeit hast du denn da reingesteckt? Ja, stundenmäßig kann man jetzt schlecht sagen, aber 2 Jahre habe ich dazu gebraucht. Ne? Weil wenn du die Stunde alle, dann müsst ihr ja aufschalten. Ne? Und wie gesagt, da stehst du also mal dort und hörst auf, weil du nicht mehr weiterkommst. Ne? Ja. Ja. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, du hast, als du den Bulldog gekauft hast und mal durchgecheckt hast, geschaut, ob sich's überhaupt rentiert. Hast du vielleicht da irgendwie schon mal ein Modell gehabt, wo es dann wirklich, okay, da geht jetzt nichts mehr, da ist Feierabend oder so? Ja, also ähnlich war es mit meinem Deutz, weil wenn du die ganze Teile, da hätte ich neue Zylinderköpfe gebraucht, neue Kolben. Und da habe ich das hochgerechnet und wenn ich das alles neu, dann hätte ich den Bulldog am Schluss, wenn er fertig war, für 10.000 Euro verkaufen müssen, oder? Ja. Ne? Und dann bin ich dann hergegangen, dann habe ich bestimmte Firmen in der Rhön und überall und habe überwiegend gebrauchte Teile gekriegt. Ne? Gebrauchte Zylinder, gebrauchte Zylinderkopf und so weiter und dann hat sich das auch wieder rentiert. Ne? Ja, das ist ja eh dann die nächste Frage. Also, wie gesagt, der ist jetzt Baujahr 1955. Ja. Wo kriegt man denn dann überhaupt noch Ersatzteile her, wenn man so ein Modell aus der Zeit herrichten will? Also für Eiger generell gibt es in Allgäu unten gibt's da Firmen, wo speziell Eicherteile herstellen noch. Okay. Und die Eicherwerke waren ja in Forstern. Ne? Und der Neffe oder der Enkel vom Eicher, der hat in Indien ein Werk aufgemacht. Also die bauen in Indien Eicher weiter. Ne? Ja? Du kannst den Eicher kaufen, der ist zwar rot aus Indien wieder, aber du kriegst alle Teile dafür. Ne? Und da ist ja alle Jahr in Altfeld, im Hessen, da ist Oldtimer Bulldog Messe. Mhm. Da sind die dort und da kriegst du wirklich alles. Ne? Kopfdichtung, was du willst. Halt, ne? Okay, ich staune. Ja, also dann, Josef, dann bedanke ich mich mal jetzt für den kurzen Einblick und dass du mir dein Modell vorgestellt hast. Und dann wünsche ich euch heute noch eine gute und gelungene Ausfahrt. Ganz viel Spaß dabei und toi, toi, toi. Und ich bedanke mich bei euch. Ja. Und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie fanden es genauso spannend wie ich. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.